Hi, willkommen bei einer neuen Runde Fitnessboxen mit mir, Anton und dem Hochschulsport. Heute werden wir das in Erinnerung rufen, was wir davor gemacht haben, und zwar die Aufwärts- und die Seitwärtshaken, und werden das mal mit unseren zwei Geraden, die wir schon längst kennen, kombinieren. Und vom vorletzten Mal, ne, dieses Knie, was wir benutzt haben, gehört eigentlich nicht zum Fitnessboxen, ich weiß. Wir haben aber auch keine Boxsäcke und irgendwie sind wir eingeschränkt. Also benutzen wir einfach unseren Körper für das, was wir haben. Okay, also Knie werden wir haben, die Aufwärts-Seitwärts-Haken und die Geraden. Zur Aufwärmung, wir fangen diesmal wie immer locker an. Erstmal ein bisschen die Schulter, die Gelenke bereit machen. Ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Kräftigung, ein bisschen Boxen. Dann werden wir schon fertig sein. Hey, wir haben noch gar nicht trainiert und sind schon fertig. Also, macht euch bereit. Wir brauchen nichts, keine Ausrüstung. Einfach mal 10-mal vorwärts, rückwärts kreisen. Möglichst große Kreise. Sich locker physisch und mental in Verfassung bringen. Okay, jetzt geht's los. Und Richtungswechsel, wenn ihr schon habt. Okay, machen wir noch mal ein paar Kreise vorwärts. Okay, wir haben kein Springseil. Wenn ihr habt, könnt ihr ein Springseil benutzen. Ich habe jetzt keins. Ich tue mal so, als hätte ich eins. Der Effekt ist fast der gleiche, bis auf die Koordination. Kleine Kreise drehen mit den Händen und springen. Und jetzt die Beine abwechseln, von einem aufs andere springen. Von einer Seite auf die andere. Okay, auf einem Bein springen. Und auf dem anderen Bein springen. Okay, jetzt tun wir mal wirklich so, als ob wir fliegen würden. Okay, also auf und ab. Jetzt machen wir den Hampelmann. Den Hampelmann mit Klatschen vorne. Auf und zu. Und Hände auf und ab. Und die Beine vorwärts. Hatten wir schon letztes Mal. Auf der Stelle weiterhin springen. Knie zur Brust. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz. Ich kann zwei, drei Schritte vorwärts machen. Ich mache einen kleinen Schritt. Streck das Bein aus und berühre es mit dem diagonalen Arm. Dann genau die andere Seite genauso. Und zwar zwei, drei kleine Schritte, berühren. Schritte, berühren. Eins, zwei, drei kleine Schritte, berühren. Okay, gut. Hüfte kreisen. Richtungswechsel. Nach vorne bücken. Ihr kennt wahrscheinlich das alles schon viel zu gut. Es gibt aber nichts Besseres als eine passende Aufwärmung.
Für uns in dem Fall allgemein koordinativ ausdauernd. Okay. Die Beugen zur Seite. Aktivieren die Schulter, seitliche Bauchmuskulatur und die Wirbelsäule. Und noch viermal. Und okay. Gut. Wir machen mal genau, was wir davor gemacht haben. Kleinen Schritt, diagonal. Kleinen Schritt, diagonal. Kleinen Schritt, diagonal. Okay? Wir könnten ein paar kleine Schritte dazwischen machen. Und jetzt schwenkt ihr einfach das Bein so gut ihr könnt durch. Ich habe ein paar Mal erlebt, dass sich Leute was gezerrt haben dabei am Anfang. Also ihr müsst nicht euch übel krass überdehnen jetzt gerade am Anfang. Nur ein bisschen aktivieren. Und Beinwechsel. So, noch einmal wechseln. Schau, dass hier auf einem Bein wirklich steht. Wenn du anderen immer Schwung holt. Also koordinativ. Und wechsel. Und fertig. Gut. Wir werden jetzt ein paar Kräftigungen machen. Einfach alle mal gerade durch. Fangen mit Liegestütz an. Ihr könnt jetzt entscheiden, macht hier 15 oder 10 Stück. Ich mache 15. Wenn ihr nur 10 schafft, ist es in Ordnung. Okay? Gut. Jetzt machen wir die Kniebeuge und zwar 25 Stück. Ihr könnt auch 35 machen. Ich überlasse es euch, so fit ihr seid, wie ihr wollt. Achtet darauf, dass euer Knöchel, Knie und Hüfte eine Linie bilden. Egal, ob ihr eng steht oder breit, ist eure Entscheidung. Ich stehe ein bisschen breiter. Wenn ihr runtergeht und ganz unten seid, bleibt ganz kurz stehen und schaut, seid ihr wirklich in einer Linie? Knöchel, Knie und Hüfte, eine Linie. Wenn ihr die Arme ein bisschen mehr dabei haben wollt, könnt ihr, ihr kennt es ja, mal fliegen dabei, könnt ihr auch nach oben strecken. Okay. Gut. Nächste Übung. Machen die Plank 40 Sekunden lang. Die meisten von euch dürften es wissen, für diejenigen, die Plank nicht so oft machen, achtet darauf, dass euer Hintern nicht zu weit oben und nicht zu weit unten ist und zudem, dass eure Arme nicht so weit vorne sind, dann ist es schwieriger. Dann habt ihr eine größere Strecke zwischen Fußspitzen und dem Kontaktpunkt der Arme. Bereit machen und Zeit. Wenn ihr die 40 Sekunden nicht halten könnt und bereits jetzt vielleicht schon absetzen müsst, macht das, atmet durch, steigt ein, wenn ihr euch bereit fühlt. Noch jetzt 10 Sekunden.
Und 3, 2 und 1. Sehr gut. Wir bleiben auf dem Boden. Ich muss kurz das Gerät hier zur Seite schieben. Okay. Wir machen ein paar Crunches. Die meisten merken, ich mache nicht so oft Crunches. Hier, Beine hoch. Schaut nach oben. Und dann kleine Bewegung. Macht 10, macht 20, irgendwas dazwischen. So, ich habe gleich 15. Okay, ich warte ganz kurz, vielleicht ob die 20 machen. Okay, ihr müsst jetzt soweit sein. Wir machen jetzt nochmal eine Bodenübung, und zwar den Schwimmer, wie immer, kräftig ein bisschen den Rücken. Und jetzt geht's los. Überstreckt euch nicht so weit nach hinten. Okay. Und wie lange noch? 20 Sekunden. Genau. 5 Sekunden. Und hochkommen. Wir haben die Kräftigung durch, wir gehen jetzt eigentlich schon zum spannenden Teil, den Boxen. Wir rufen einmal in Erinnerung unsere vier Sachen, die wir eigentlich so können. So, wir machen zweimal gerade, zweimal aufwärts, zweimal seitwärts und zweimal Knie. Eins, zwei. Beim Knie, nochmal zur Erinnerung, Hüfte kommt mit. Eins, zwei. Hände bleiben wirklich weit oben. Also hier ist zu weit. Einfach nur Gesicht verdecken, ne? Verteidigungsposition. Also eins, zwei. Zum Haken nochmal Erinnerung. Mach das mit der Mitrotation vom Oberkörper, dann Aufwärtshaken mit den Knien. Eins, zwei, eins. Okay? Und bei dem Seitwärtshaken mit Oberkörperrotation. So, jetzt genau die ganzen Sachen nacheinander. Zwei gerade. Zwei aufwärts, zwei seitwärts, zweimal Knie. Ihr könnt es auf der Stelle machen. Ich mache es gerne ein bisschen laufen. Ganz kleine Schritte reichen auch aus. Also, auf geht's. Eine Minute lang. Hier geht's hauptsächlich jetzt um die Koordination. Ihr könnt nachher gleich loslegen. Ihr könnt es gerne immer, sage ich immer wieder, vom Spiegel machen. Dann seht ihr euch selbst. Schütze ich mich denn? Verteidige ich mich denn richtig? Noch einmal. Und dann haben wir genug uns aufgewärmt. So, jetzt haben wir eigentlich alles wiederholt. Jetzt geht's um das Ausquetschen von uns selbst und den Saft und den Schweiß. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach maximal loslegen, wie ihr wollt. Wir werden nämlich jetzt erstmal eine Kombination machen, und zwar links gerade zurückspringen, links wieder vorwärts. Bei dem zweiten Schlag seid ihr bitte schneller. Also eins könnte langsamer sein, zwei schneller. Und dann fängt ihr entweder an Aufwärtshaken mit rechts oder in Seitwärtshaken. Ihr könnt diese Kombination machen oder ihr macht links gerade wieder. Da geht es nur um die Schnelligkeit. Schnell ab, weg
Jetzt könnt ihr aufwärts haken, seitwärts haken. Drei Schläge bringen. Also nochmal zur Erinnerung. Erste Kombination ist 1, 1, 2. Und die andere ist 1, 1, 2, 3. Ihr seid ja mittlerweile wahrscheinlich nicht im ersten Video von mir mit dabei, sondern in einem neuen, weiteren. Deshalb könnt ihr schon das Ganze, was ich davor erklärt habe. Wir machen das Ganze auf Zeit, so eine Minute lang. Und es geht ab jetzt los. Ihr seid frei, ihr könnt die Kombination auch ändern zwischen den Zweien. Und letzte Kombination. Okay, nächste Kombination. Ihr wählt wieder eine von beiden oder beide. Ihr taucht, schlägt, ihr taucht, schlägt wieder seitwärts. Und beim letzten Tauchen könnt ihr 1 oder 1, 2 oder 1, 2, 3 aufwärtshaken abschließen. Also tauchen, Schlag, tauchen, Schlag. Ich tauche nochmal. Aufwärtshaken abschließen. Kombination Nummer 1. Kombination Nummer 2 ist, ihr macht, was ihr davor gemacht habt. Also zum Beispiel das, ne? Links, links aufwärts und dann taucht hier noch einmal runter und hört mit einem Seitwärtshaken auf. Weil das Ganze ein bisschen schnell geht, nochmal zur Erinnerung. Also 1, 1, 2, tauchen, seitwärts. Ansonsten spult zurück das Video, guckt es nochmal an. Ihr sucht es aus und los geht's. Schlag zurück, Schlag aufwärts, tauchen seitwärts. Letzte Kombination. Okay, Leute, durchatmen. Letzte Runde, neues. Relativ einfach. Ihr macht 4 Schläge. Mindestens 4, maximal 5. Wie ihr wollt. Okay? Also, zum Beispiel, gerade, gerade, aufwärts, aufwärts. Ihr könnt auch 1 machen, kurz rausgehen, also 1, zurück. Und dann macht ihr 1, 2, 3 als Abschluss. 4 Schläge, wie ihr wollt. Egal welche Reihenfolge. Das hat sich Schattenboxen, gell? Und auf geht's. Maximal 5 Schläge. Bewegt euch frei im Raum.
und stopp. Kurz durchatmen. Dann möchte ich einen Schluck Wasser nehmen. Und ich nehme lieber ein Handtuch. Und spüre mich nachher hier. Okay. Jetzt nochmal. Was wir gemacht haben gerade eben, ist eine Kombination. Ihr könnt eigentlich eigene Kombinationen ausprobieren, wenn ihr denkt, okay, das könnte cool sein. Ich fange zum Beispiel gerne einen Aufwärtshaken an. Das ist in Ordnung. Bei der nächsten Übung habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, ihr macht die ersten zwei Schläge. Die ersten zwei. Immer zwei, egal wie ihr wollt. Ihr könnt aufwärts, seitwärts, gerade anfangen. Eins, zwei. Wichtig ist, hört mit dem Knie auf. Okay? Ich mache jetzt zwei gerade. Eins, zwei. Und dann mache ich ein Knie. Und zwar jedes Mal. Eins, zwei. Und es geht los. Bewegt euch frei im Raum. Noch zwei Kombinationen. Okay. Nächste Kombination. Ihr macht genau das, was wir eben gemacht haben. Zwei Schläge. Die erste. Wie ihr wollt. Macht dann Knie. Springt zurück. Okay, nochmal. Also. Dann springe ich zurück. Dann tauche ich mit einem Schlag. Also hier, mit einem Schritt. Zack. Und Schlag. Und fertig. Also. Zurück. Und aufwärts oder seitwärts. Eine Minute lang und wir legen los. Zeit. Ihr könnt mit links als auch mit rechts den letzten Haken machen. Ihr entscheidet. Eine Kombination. Und fertig. Durchatmen. Nächste Kombination. Wir tauchen, aufwärts haken. Tauchen, aufwärts haken. Und nach dem zweiten, dann könnt ihr das machen, was ihr wollt. Ihr könnt ein Gerade bringen, ein Knie bringen, maximal zwei Schläge. Ihr entscheidet. Okay? Und es geht los, wieder eine Minute. Also die vorletzte Runde. Und Zeit. Tauchen, seitwärts, tauchen, seitwärts. Eins, zwei. Egal welche.
letzte Kombination. Okay. Durchatmen. Neue Übung, letzte Übung für heute. Ihr müsst jetzt drei Schläge wählen, egal welche. Ich zeige gleich ein Beispiel. Und zwar sollte zwischendrin aber einmal eine Mindbewegung sein, das heißt tauchen. Ne? Das hier oder dieses Ausweichen, was wir schon mal hatten. Ich zeige mal ein Beispiel, dann ist es einfacher. Eins, gerade, zurück, tauchen, eins, zwei. Ihr könnt auch eins gerade, aufwärts, tauchen und dann den Seitwärtshaken abschließen. Wichtig ist drei Schläge und zwischen diesen drei Schlägen sollte einmal dieses drin sein. Einmal rausgehen, egal welche Seite, ob ihr links geht, rechts, ist egal. Mal zur Erinnerung, mein Beispiel, ihr könnt euer eigenes wählen. Gerade tauchen. Okay. Und letzte Runde Zeit. Ihr könnt das Knie auch gerne wieder hier benutzen. Und ihr könnt jetzt alles rausschießen, dass ihr noch an Energie habt. Letzte Kombination. Okay, gut, das war heute ein bisschen neuer Input, Kombination aus allem, was wir davor hatten. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht könnten wir mehr Technik oder besser erklären, wenn ihr euch rückmeldet. Ansonsten können wir jetzt mal kurz dehnen, wie immer zum Schluss. Geht runter und dehnen wir ein bisschen die Schenkel. Okay, und wechseln wir die Seite. Okay, wir bleiben gerade auf dem Boden, legen uns auf den Rücken, Beine 90 Grad zu einer Seite und die Arme diagonal von uns weg. Also Beine sind bei mir links, Arm ist rechts. Tief atmen. Und Seite wechseln. Beine auf eine Seite, Arm auf die andere. Wir dehnen dabei nicht nur unsere Brust, sondern auch unsere schräge Bauchmuskulatur, die wir vorhin die ganze Zeit benutzt haben bei den Schlägen. Hochkommen. Letzte Übung für heute. Wieder die Bauchmuskulatur, die hintere Schulter und die Wirbelsäule.
Kategorie wechseln. Okay, Leute, wir sind fertig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schaut, dass ihr gesund bleibt. Stay active im Hochschulsport. Aktiv bleiben. Ciao.